So, da sind wir wieder. Wie gesagt, wir wollten uns diesmal hier beschäftigen. Das scheint nicht so ganz zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe kurz überlegt. Ich bin dafür, dass wir für die Steine, wo wir sie abliefern, einen extra Bahnhof machen, den wir hier hinstellen und uns die Linie holen für die Steine. Linie verwalten. Nehmen diese Haltestelle raus und fügen diese hinzu. Und schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Und dann sollten die nämlich auch hier vorbeifahren, hier rein, wenn sie sich Steine holen, hier wieder raus, während die hier anstehen, ihre Steine abliefern und kommen sich nicht so sehr ins Gehege. Ganz schön Action. Wie gesagt, wir versuchen immer so Viertel 20 Minuten, Viertelstunde 20 Minuten Videos zu machen. Und dafür lieber öfters mal eins. Mal sehen, wie oft wir das schaffen. Hier oben gibt es einen Hinweis. Hat er die zweite Haltestelle nicht mitgenommen? Nochmal, Haltestelle hinzufügen. Aber jetzt. So, dann haben wir noch genügend Geld. Da leihen wir uns mal noch was. Und fangen mal an, eventuell hier noch einen Güterbahnhof hinzubauen. Güter. So ein. Ja, machen das aber in die andere Richtung. Bisschen fein ausrichten, dass es möglichst parallel zur Strecke ist. Zack. Wenn es anklickt und das ist so weiß hinterlegt, ist es angeschlossen. Das heißt, die Waren wird hier ankommen. Und dann bauen wir mal Gleise. Ein Gleis, welches hier vorne im. Welches wir hier vorne reinbringen. Ja, dann versuchen wir hier loszufahren. Wir schütten das auf. Hier haben wir, glaube ich, den linken noch nicht angeschlossen. Genau. Also machen wir hier jetzt zweispurig, weil jetzt hier mehrere Züge fahren werden. Schön. Die ganze Strecke, das macht das Spiel recht gut, automatisch. Wir nehmen mal ganz kurz die Weiche raus. Ist angeschlossen. Und dann bietet sich's immer an, so eine Kreuzung zu machen. Am Ende vom Bahnhof, damit die Züge das Gleis wechseln können. Gucken, ob das hier hinpasst. Jawohl. Nehmen die Ampeln oder die Signale und sagen, sollst du in diese Richtung nur so fahren und in diese Richtung nur so. Kann man hier auch Einbahnstraßen einstellen, das machen wir dann später gleich. Und schließen hier an dieser Stelle wo der Zug raufkommt, dass er auch rüber kann.
Ja, das war zu kurz. Machen wir es hier hin. Hier geht's. Signale. Hier bitte nur in die Richtung. Hier bitte nur in die Richtung. Dann unterteilen wir das noch in ein paar Blöcke, damit die Züge hintereinander fahren können. Ich mache das immer gerne an solchen Übergängen. Ja, noch einmal in der Mitte. Nicht zu viele, es kostet auch Geld. Das sollte reichen. Stell die hier hinten noch um auf... Na, komm her. Einbahnstraße. Und wenn wir jetzt die Linie angucken, sehen wir, dass die auf beiden Gleisen fährt. Auf der einen hin, auf der anderen zurück. Und schauen dann nochmal nach Alexandria, wo wir jetzt den Bahnhof hinbauen mit den Gütern. Okay, das ist dort hinten. Das ist ganz, ganz okay. Können wir vielleicht gleich beide anschließen und den Bahnhof hier so hinbauen. Können wir beide Waren abliefern oder wir bauen ihn genau hier hin. Dann sollte das auch zielen. Es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, alle Gebäude zu treffen, sondern mindestens 1-2 von dem Typ jeweils. Puh. Okay. So. Und dann müssen wir gucken. So, hier haben wir das definitiv drin, dass wir jetzt das Gleis angebunden bekommen. Die Gleise fahren hier erstmal. Das mal raus. Beide Gleise. Und dann gucken wir, dass wir hier so an der Stelle angeschlossen bekommen. Da ist auch nicht ganz so wichtig, dass das jetzt schnell ist. Das ist kurz vom Bahnhof. Da muss man nicht mehr rasen. Perfekt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier noch unsere Weiche hinbekommen. Jawohl. Steigerung zu groß. Okay. Das wird jetzt ein bisschen spannend. Will er nicht? Dann machen wir die andere Stelle dahinter. Will er gar nicht. Okay, dann gibt es bloß noch die radikale Variante. So. Die Häuser wachsen ja wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwo rüberkommen. Jawohl. Ist die Straße wichtig gewesen? Ging zum Eisenberg. Sind wir mal so fair. Und schließen die wieder an. Signale noch. Hier halten wir davor an. Hier und dort. Und damit wäre der Bahnhof angeschlossen.
Gucken wir mal, ob wir hier das gleich noch für die Züge mit hinbekommen. Dann müssen wir das später nicht machen. Jawohl. Hier in die Richtung. Hier in die Richtung. So, für später. Und jetzt bauen wir eine neue Linie. Und zwar fahren wir von hier nach da. Funktioniert. Das Ganze nennen wir Ziegel Alexandria. So. Holen uns einen Zug. So, die Linie müssen wir noch sagen, dass wir da vollladen sollen. Valeroy vollladen und zwar mit Ziegeln. Wir brauchen einmal den. Jetzt müssen wir gucken, wo wir Ziegel reinbekommen. Das sieht man hier drüben. Hier würden sie jetzt nicht passen. Hier auch nicht. Aber hier sind sie. Also die Wagen sind auch ganz schön teuer. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir hängen da jetzt mal 4 Stück dran. 5. Das können wir uns leisten. Und schicken die auf die Ziegellinie. Da kannst du die ersten Haltestellen nicht finden. Dann müssen wir hier noch eine Wendung hinbauen. Das ist der Nachteil, wenn man die Depots so baut. Genau hingucken. Passt. Das Ganze noch mit Signalen versehen. Machen wir keine Einbahn. Gucken wir nochmal den Zug. Er will noch nicht. Könnte hier rausfahren. Könnte eigentlich da lang fahren. Mal bei der Linie was falsch gemacht. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir nehmen mal die Signale weg. Nicht, dass die doch irgendwie stören. Dann fahr doch einfach zur anderen Haltestelle. Wäre auch eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Hier noch irgendwie rauskommen. Nein. Müsste aber eigentlich diese Linie erkennen. Ist auch überall angeschlossen. Dann nehmen wir den Haltepunkt erstmal raus. Er kommt da hinten nicht hin.
dann halt das übliche Depot, wenn es gar nicht will. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, warum der jetzt gerade nicht will. So ganz klar ist mir das nicht. Ist angeschlossen. So umgeht man sowas halt. Den verkaufen wir wieder. Schauen noch mal nach der Linie. Da fehlt er jetzt. Linie verwalten. Haltestelle hinzufügen. Alexandria. Fahrzeuge kaufen. Und wir hatten 5 Wagen dran. Zum Glück geht das noch. Und jetzt fährt er auch. Warum auch immer ihr hier hinten jetzt gerade nicht fahren wollt. Nehmen wir den Spaß weg, das kostet ja auch Geld. Aber das Depot lassen wir mal, das sieht ganz hübsch aus. Ja, er will halt zuerst dahinter, warum auch immer, macht keinen Sinn. Fährt erstmal leer eine Runde spazieren. Wir schauen uns nochmal die Linien an. Fahren auch beide in dieselbe Richtung. Das passt von daher. Ja, dann war es das mit dieser Folge erstmal. Mal schauen, was wir in der nächsten Runde machen. Bis dahin. Tschüss.